Moin moin Leute, was geht da? Goose wieder am Start mit The Surge. Ich hab vergessen, Interface TV, aber das war glaube ich eben hier bewusst. Ja, konnte es gar nicht wirklich abwarten, hier noch eine Episode rauszukloppen, weil das Game echt Bock macht. Kannst du immer wieder sagen, ich hab's auch schon oft genug gesagt. Tja. Und weiter geht's hier um die Ecke. Okay, wo haben wir seine Schwachstelle? Am Kopf, alles klar. Mal eben gucken, was da oben steht. Treffe deine Gegner, um Energie aufzubauen. Halt anschließend X gedrückt, um deinem Gegner den Gnadenstoß zu versetzen und Körperteile abzutrennen. Energie aufbauen. Ah, da oben ist ja noch eine Energieleiste, sehe ich gerade. Okay, das probieren wir mal. So, jetzt ist die Energieleiste voll. Und weg mit dir. Hua. Chapua. Hat aber nichts fallen gelassen. Also geht's weiter. Den überraschen wir einfach. Eigentlich habe ich auch schon volle Energie gerade, aber ich kann ihn trotzdem. Okay. Das war unnötig. Sehr schön. Eine schwebende Waffe. Okay, eine Finishing-Sequenz ist keine Garantie für das erfolgreiche Abtrennen eines Körperteils. Konzentriere deine Angriffe zuvor auf das gewünschte Körperteil, um deine Chancen zu erhöhen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum will ich überhaupt Körperteile abtrennen? Was habe ich denn dafür für Vorteile? Zum Beispiel den rechten Arm. Ah, vielleicht weil da eine Waffe dran sitzt. Ich habe doch auch die Waffe von ihm gekriegt, oder nicht? Letztes Mal. Ja, jetzt habe ich nämlich den Arm abgetrennt. Und er hat eine Legierung fallen gelassen. Wahrscheinlich gibt es einfach nur Items, wenn man die Körperteile abtrennt. Oh, oh. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Das war nicht gut. Okay, dann müssen wir mal eben heilen. Zack. Mit so einem Mega-Charge habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht gerechnet. Wir trennen mal sein Bein ab, versuchen es zumindest. Ah, den kann man ja halt nicht finishen. Dann kann ich auch nicht seine Körperteile abtrennen. Meine einseitig montierte Waffenfähigkeit hat sich erhöht. So, das haben wir schon überbrückt. Vergiss nicht, gegnerische Körperteile abzuschlagen, um neue Ausrüstung und Herstellungsmaterialien zu erbeuten. Damit ist die Frage auch geklärt. Zum Beispiel den rechten Arm. Wow. Ne, wir wollen beim Arm bleiben. Ah, das war auch wieder unnötig. Sehr schön. Und eine Legierung. Ja, okay, so funktioniert das Prinzip. Je mehr Schaden an Körperteilen... Nee, je mehr Schaden ein Körperteil nimmt, desto wahrscheinlicher lässt er sich abtrennen. Okay, sehr gut. Wir können nur dazu lernen. Ich nehme an, hier oben ist noch ein Item. Oder irgendwas. Gar nichts. Auch gut. Hier hat es aber irgendwo gepiept eben noch. Dahinter ist sicherlich... Oh, da ist aber auch ein Gegner. Was können wir dann von ihm mal... Gar nichts. Keine Schwachstellen. Dann gehen wir trotzdem auf den rechten Arm los. Okay, jetzt haben wir zwei am Hals. Bekämpfen die sich auch gegenseitig? Nee. Okay, einmal eben irgendwie rauslocken. Du kommst jetzt mal her hier. Du hast zum Beispiel einen schwachen Arm. Oh, ich bin fast down. Wow. Man verliert hier echt schnell Leben. Zack. Und wieder eine Legierung. So, Mister, ich habe keine Schwachstellen. Das System rastet hier gerade völlig aus. Na, was passiert jetzt? Ah, ich hab's trotzdem geschafft, ihm was abzutrennen. Ein Vibratorbo-Schneider.
Und irgendwas stand da gerade, habe ich zerstört. Ja, irgendwas soll hier sein. Da in der Kiste ist wahrscheinlich. Ja. Ein kleiner Schrotthaufen. Oh, zwei kleine. Nee. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich einen erhalten und das war der zweite, den ich habe. So. Angriffskraftmittel. Aber dafür auch eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Und da ich ja eher so der agile Charakter bin, sollte ich wahrscheinlich auch eher schnellere Sachen benutzen. Deswegen machen wir das. Ein paar Brausgegenstände. Zack, zack. Oh, schon wieder eine ganze Menge am Start. Habe ich noch irgendwelche Implantate? Nö. Jetzt haben wir hier noch Organizer. Den Energiekern und den Ausrüstungsgebrauch. Das sind... Ja, das sind die Audio-Files, die wir vorher schon gefunden haben. Das ist ein zerstörtes Armor. Wird an der Montageeinheit automatisch wiederverwertet. Okay, alles klar. Gut, das war das Ding, was wir gerade gefunden haben. Zerstört. Hier ist noch irgendwo was. Aber wo? Oder meint er das? Was heißt die 55? Was... Kernleistung zu gering. Okay. Müssen wir wohl nochmal wiederkommen? Und hier komme ich auch nicht durch. Nee. Die Tür kann nur von der anderen Seite geöffnet werden. So, ist hier noch irgendwas? Offensichtlich. Oh, das sieht wie eine große Kiste aus, aber erstmal müssen wir uns um ihn kümmern. Natürlich gehen wir auf den Arm los. Ah, shit. Damit hätte ich rechnen müssen. Und was hast du? Eine Legierung. Aber die Kiste muss aufmachbar sein. Das kann nicht sein, dass so eine Kiste nicht aufmachbar ist. Das glaube ich dir nicht. Oh. Ein kleiner Schrotthaufen. Hier ist nix. Mal eben testen, wie hier die Waffe funktioniert. Okay, hier kann man einen Slide-Angriff. Das ist egal, ob vertikal oder horizontal, das slidet immer. Zack, und zustechen. Okay, da oben ist was. Da kommen wir wahrscheinlich mit dem Lift hoch. Zack, und hoch. Oder wie komme ich da hin? Ah, drücke LT, wenn du sprintest. Ah, aber man kann nicht hochspringen, oder wie? Ah, kann man doch. Okay, hätte ich das vorher schon irgendwo machen müssen? Hätte mich das irgendwo vorher schon weitergebracht? Ich glaube nicht. Aber offensichtlich muss ich hier lang. Und das Ding überladen. Kein Ding. So. Und wieder runter. Und jetzt, was hat uns das gebracht? Genau gar nichts, wie es aussieht. Na, irgendwas muss das getan haben. War die Tür vorher schon auf? Ich weiß es nicht. Moment, die hier geht jetzt auf. Ach, tatsächlich. Sehr schön. Aber wieso? Oder ist das wegen dem Ding hier? Irgendeine Matrix. Oh, ein Implantat. Hier ist noch was. Wir hatten schon wieder Probleme mit Robert Weave. Dieses Mal über das Exorig-Programm. Er verweigert die Implantation. Wir haben ihm erklärt, dass der Eingriff minimalinvasiv erfolgt. Ihm sogar eine Verdopplung seines Bonus angeboten. Aber nein. Er denkt, das Management will damit die Belegschaft kontrollieren. Hat sogar wieder mit seinem Gewerkschaftsschwachsinn angefangen. Wenn er die anderen mit diesem Quatsch vergiftet, wirft uns das um Monate zurück. Es ist erstaunlich. Er scheint es kein bisschen als Arbeitserleichterung zu sehen. Ich empfehle die Terminierung seines Kontrakts. Wir haben uns schon zu viel mit seinem Müll rumgeschlagen. Aber warum rastet das hier dann so aus? Hier ist doch nix. Das ist manchmal echt verwirrend, das Ding. Ja, das muss das Teil hier sein.
Kann ich aber halt noch nicht überladen. Und hier war ja auch nichts. Gut, dann gibt's gerade nichts weiter als hier erstmal weiterzugehen. Was wir natürlich tun. Und hier können wir wahrscheinlich ein Tor nach draußen öffnen, wo wir hergekommen sind. Nee. Suche nach Abkürzung zurück zur Stelle. Doch. Doch, doch, hier geht's zurück. Sehr gut. Das war unerwartet. So, eine Abkürzung freigeschaltet. Oh, da ist einer. Na, wo hast du denn? Du hast keinen Schwachpunkt. Schwachpunkt. Wie sieht's bei dir aus? Du auch nicht. Oh, das war ganz schlecht. Ich hätte gerne dein linkes Bein, danke. Ich bin ausgewichen, verdammt. Ein zerstörtes Beinmodul. Ne, eigentlich brauche ich Armmodule. Ich muss Arme angreifen. Und zwar Arme, wo keine Waffe dran ist. Ja, genau den. Ja. Langsam habe ich es auch raus, wie die sich verhalten hier. Schlagen nämlich immer einmal rum und dann nochmal zurück. Respekt. Das ist krass. Das sieht echt aus wie das Ding. Nicht schlecht. Ach, sehr gut. Nee. Ist einfach hier durch alles. Was? Nee, ist sie aber nicht. Ich weiß es. Ist egal, ob an oder aus ist. Ganz anders. Viertelstunde, dann komme ich. Okay, geh lieber raus, sonst kommst du gleich nicht mehr raus. Ganz langsam. So, kurze Unterbrechung, geht weiter. Wieder ein neues Implantat. Wir müssen echt gleich mal wieder zur Servicestation und checken, was wir da so erbeutelt haben. Erbeutelt. Ich will deinen Arm, danke. Und nochmal. Die sind die einfachsten Gegner, die so langsam angreifen. Danke für den Arm. Nice. Ein zerstörtes Armmodul. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die Art, wie ich kämpfe, hier die effektivste ist. Ich gehe auch weiter auf den linken Arm bei denen. Scheint nicht viele Linkshänder hier zu geben. Die arbeiten alle mit dem rechten Arm hier. Da ist ja auch die Frage, wo wir jetzt mal hier ein bisschen in die Meta-Ebene abrutschen. Wenn man ein Exoskelett hat, ist man dann trotzdem noch links oder rechts Hände, beziehungsweise Armer, weil ich glaube, das Exoskelett beeinflusst nicht unbedingt die Motorik der Finger. Aber hat man dann trotzdem noch eine Präferenz, was Werkzeuge und so angeht? Mit welcher hat man, oder mit welchem Arm man stärker ist? Weil eigentlich müsste das doch dann egal sein. Aber die arbeiten hier trotzdem anscheinend alle mit rechts. Oh, wird wahrscheinlich nur Gewohnheit sein.
Ah, shit, das hätte ich mir sparen können. Dafür hätte ich gerne deinen Arm. Vielen Dank. So. Nochmal eben hier oben checken, was abgeht. Kann ich vielleicht irgendwie einen Sprungmove machen oder so? Was habe ich eigentlich für Vorteile davon, wenn ich den Kopf abtrenne? Der ist wahrscheinlich halt einfach nur eine Schwachstelle, aber dafür kriegt man halt auch keine Teile. Deswegen, Pro-Tipp von mir, der das Spiel gerade erst angefangen hat, niemals den Kopf angreifen. Okay, komme ich da irgendwie hoch? Aber hier komme ich durch, glaube ich. Nice. Nein, das hat mir nichts gebracht. Ich würde aber gerne darauf. Na, ja, bestimmt von hinten. So, du hast auch keine Schwachpunkte. Ja, komm mal her. Wieder mal unnötig. Dafür hätte ich gerne den Arm. Vielen Dank. So, schon 5 zerstörte Armmodule. Oh, shit. Der hat mich ganz schön erschreckt. Na komm. Machen wir nochmal rückwärts. Ne, machst du nicht. Gut. Zack. So, ich glaube, so langsam muss ich nicht mehr auf den Arm gehen. Ich denke mal, ein Waffenarm bringt mir im Endeffekt mehr. Oh, der hat 2 Sachen. Kleiner Schrotthaufen mit Hightech-Materialien. Das ist auch schon mal wieder. Ah. Noch ein Vitalboost. Oh, hier. Oh. Oh. Das war knapp. Und eigentlich auch ziemlich dumm von mir. Schön, so. Ah, ich weiß halt nicht, wie viel mir die Wolfram-Legierung bringen. Ob das wirklich so lohnenswert ist. Oh, Moment. Gute Neuigkeiten, Jungs. Bin ich etwa? Wir haben hier unten endlich die neue Ausrüstungsmontageeinheit bekommen. Und keine Sekunde zu früh, die Alte hat schlimmeren Müll ausgespuckt, als man drin gesteckt hat. Fürs Erste müsst ihr die Blueprints allerdings manuell auf euren lokalen Accounts freischalten, jedenfalls bis zum nächsten Interface-Update. Der Rest ist, wie ihr habt. Wählt aus, was ihr braucht, stellt sicher, dass ihr die richtigen Materialien eingeschmissen habt und drückt OK. Okay. Habe ich kapiert, Junge. Gar kein Problem für mich. Oh, eine Drohne. Oh, die schießt. Unnötig. Shit, weg. Okay. Ah, da ist noch eine. Mist. Oh, oh, was sind da? Oh. Also langsam wird's hier gefährlich für mich. Also so richtig gefährlich. Ich habe keine Energie mehr. Jetzt machen wir Folgendes. Wir hauen einfach ab. Beste Taktik. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Deswegen gehen wir schlicht und einfach zurück. Oh, hier können wir auch raus.
sind wir da, wo ich denke, dass wir sind. Naja, okay. Dann gehen wir hier raus. Naja, da können wir... Hier wollte ich hin. Genau. Hier ist die Abkürzung nach Hause. Wobei, nach Hause kann man das jetzt auch nicht nennen, aber... Hallo. So, will ich die Kernleistung erhöhen oder nicht? 13 haben wir. Ich glaube 22 brauchte ich für das eine Ding. Erstmal noch nicht. Zunächst einmal gucken wir in die Montageeinheit. Und wir können auch aufwerten. So. Könnte das Ding aber krass... das kostet gar nicht mal so viel. Okay, eine Stufe machen wir mal. Und kann ich auch kaputt machen, oder? Altmetall lagern, sortieren, aufhören, abbrechen. Naja, ich kann nur herstellen. Kaputt machen ist dann wahrscheinlich direkt hier. Zerstörte Teile. Ah, die sind schon kaputt. Ah, alles klar. So, dann haben wir hier noch Hightech-Materialien. Die geben 900. Nice. Alles kaputt. So, Implantate. Da hätten wir eine Erhaltungsmatrix Version 1. Energieverlustrate geringer. Verlangsamt den Energieverlust. Oft zusammen mit Vanadium-Energiezellen eingesetzt, verlangsamen Erhaltungsmatrizen den Verlust von gespeicherter Energie in einem System. Isolierte Energiekerne und verlustresistente Kabelverbindungen halten dich länger denn je bei der Stange. Das nicht schlecht. Den medizinischen Monitor haben wir schon drin. Okay, ich kann eh nichts anderes. Weil die beiden haben wir schon drin. Dann nehmen wir halt einfach den rein. Okay. Ich könnte meine Kernleistung jetzt noch zweimal erhöhen. Dann habe ich noch einen Slot frei. Machen wir einfach mal. 1, 2. Implantatslot freigeschaltet. Ach ne. Hier, da und da und da. Hab aber kein Implantat, was ich irgendwie benutzen könnte. So. Ausrüstung. Kann ich hier nicht... Ne, kann ich nicht. Okay. Linkes Armmodul. Bringt mir nichts. Muss ich erst herstellen. Machen wir. Ja. Ein Armmodul bitte. Danke. Zack. So. Sind wir schon mal voll gelinkst. Und lagern selbstverständlich unser Altmetall. So. Und weiter geht's. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Ah, shit. Oh, das war knapp. Ne, das geht alles von der anderen Seite auf. Hier auch. Hier könnte ich noch hoch. Ich fahre hier nochmal eben hoch. Einfach nur, um zu checken. Ob ich nicht hier vielleicht einfach rüberspringen kann. Jetzt, wo ich weiß, wie man springt. Lass mich springen. Offensichtlich nicht. Das hier oben ist also wirklich einfach nur... Nur ein Troll, quasi. Ne, hier geht gar nichts. Dann ab nach unten. Und wieder zurück an den Punkt, wo wir eben aufgehört haben. Denn... Moment. Ja, hier ist richtig. Und... Ja, alle wieder da, habe ich mir gedacht. Boah, der auch. Natürlich, er auch.
wieder keine Schwäche, oder was? Nee. Weißt du was? Dann gib mir einfach dein Bein. Na, jetzt greife ich gerade wieder deinen Arm an, ne? Na, immerhin. Bisschen Altmetall. So. Du bist mein nächstes Ziel. Ich hätte gerne ein Beinchen. Dankeschön. So, ich muss ja gar nicht alle ausschalten. Eigentlich brauche ich nur gerade ihn. Und zack. Danke. Ach, die Tür kann ich jetzt auch aufmachen. Ja, komm, was soll's. Wir gehen erstmal in den Keller. Na, die stehen noch hundertprozentig auf. Los, hoch mit euch. Hallo. Der hatte doch eben noch eine Schwachstelle, oder nicht? Nummer 1 erledigt. Der hat eine Schwachstelle. Sehr gut. Ein bisschen dunkel hier. Um deine Ausrüstungsbeleuchtung an- und auszuschalten. Für Beleuchtung brauche ich ein Brustmodul. Ja komm, dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht, hier schon reinzugehen. Ich brauche erstmal ein Brustmodul, damit ich überhaupt Beleuchtung habe. Oh mein Freund. Dein Körper ist eine Schwachstelle. Bringt mir aber nichts, deswegen... Komm, wir nehmen dein Bein. Ah, wieder ein unnötiger Treffer. Wow. Das war unnötig. Das war ein unnötiger Treffer. Meine Güte. Alles klar. Leute, macht's gut. Bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Würde mich freuen, wenn ihr die nächste Episode auch angucken würdet. Checkt uns Facebook, Twitter, ihr wisst Bescheid. Haut rein, habt einen schönen Tag. Schönes Wochenende, je nachdem, wann das Ding hier geuploadet wird. Ach, schon kommt. Tschüss.